Hier gibt es aber nichts zu erbeuten, soweit ich weiß. Also wir können hier nichts mitnehmen, großartig. Es gibt hier nur lediglich, was für uns interessant wird, später im Buchregal. Das ist das Einzige, was später für uns interessant wird. Nicht jetzt, später erst. Deswegen marschieren wir jetzt geschwind zurück nach Mandala. Mittlerweile dürfte es auch wieder Tag sein, wenn ich das richtig sehe. Ah ja, ein neues Bongo-Monster, alles klar. Und diese komischen Gurkenviecher laufen denen hinterher. Entschuldigt, wenn ich das so blöde sage, aber das sind ja nun mal Gurkenviecher oder sowas ähnliches. Ja, das ist ein Wesen der Schatten, alles klar. Die Krachelles wurden mit der Kraft des Fürsten der Finsternis verstärkt, alles klar. Fürst der Schatten heißt er ja. Sorry. Glitzerharz. Ah, sehr schön. Ja, also die Items von den Spawnpunkten ändern sich nicht wirklich. Die bleiben eigentlich immer gleich. Wie gesagt, um die Monster kümmern wir uns später, nicht jetzt. Ich glaube, ich habe euch lange genug genervt mit den Monstern. Wir werden jetzt erstmal... Erst einmal machen wir Mandala fertig. Das klingt, ey. Wir machen Mandala fertig. Heißer. Ah, frische Luft. Ich habe gehört, dass ihr was ihr getan habt. Das schwingt auch. Oh mein Gott, wie geht die denn ab? Einfach wundervoll. Alles klar. Hier ist Party. Ja. Ich habe mich nicht gefürchtet. Ich hatte solche Angst. Sagt er einfach nur. Okay, alles klar. Da müssen wir hin. Aber die Halskette ist kaputt gegangen. Mein Vater wird mächtig wütend sein, wenn er sie sieht. Sei nicht albern, Schätzchen. Wie könnte er wütend sein, wo du doch gesund und munter zu ihm zurückkehrst, hm? Rede einfach mal mit ihm. Ich werde hinter dir stehen. Also gut. Ich habe zwar Angst, aber ich werde es tun. Hallo, Vater. I brought Mother's necklace back from the lair of the beast for you. But it is broken. You did what? Foolish child! You... You could have been killed. And then where would I be, without you, my most treasured possession? Huh? But you said that Mother's necklace was your most treasured possession. I said it, but I did not mean it. How could I? Don't you see? I did not trust the monster, so I said a lie. I lied because I wanted to protect you. Really? I thought you did not care about me. I'm so sorry. You must have been so worried. To think it was all but a misunderstanding. If only he and his father had simply been honest with one another.
Yes, if only. I'll see you both outside, okay? Ah, Father, these are my new friends. They are the ones who rescued everybody. Oh. I cannot thank you enough. You are true heroes. The first time we met, when you rescued me, I was searching for Som. Ach, jetzt auf einmal. But I had to pretend that I did not care, in case the monster came back and realized that I had lied. I hope you understand. Mhm, ja, ist klar. Where is my friend with the feathers? I wanted to say thank you. Silvando left Frey suddenly. Perhaps we should go and look for him. Ja. Da scheint etwas passiert zu sein in seiner Vergangenheit, glaube ich. Eieieiei. Auch merkwürdig. Die machen da Party und dann diese Mucke dabei. Auch schon ein bisschen komisch. Wir müssen jetzt übrigens einfach nur die Stadt verlassen. Soweit ich das weiß. Ein Augenblick, Lars. Rionaldo wirkte ein wenig aufgewühlt. Vielleicht solltest du mit dem reden, bevor wir aufbrechen. Danke, Henrik, dass du mich stoppst. Ich dachte, ich wollte nämlich schon rausrennen. Ich muss mir genau in die andere Richtung. Sorry. Glaube ich mich vertan. Na. Hurra, juhu. Oh, den Himmel sei Dank. Und die heulen da erstmal mit. Nee, ist klar. Was? Ach, ich liebe glückliche Familien. Tja, wenn nicht. Wer nicht? Was hat er denn? Das ist einfach viel zu viel für mich. Nee, ist klar. Was ist mit Rio los? Er wirkte nachdenklich. Rionaldo. If only he and his father had simply been honest with one another. Ah, you scared me! How long have you been standing there? Gerade angekommen. Ah, never mind. It was nice to see Son reunited with his father, huh? But there are some who will never be reunited with their loved ones. Some bridges that will never be repaired. Mm. Can I ask you something? Morthegon is... he's super powerful, right? Powerful enough to destroy our world. You've seen that power for yourself, but you still want to fight him, don't you? Natürlich. You really are a hero, huh? You know, I thought it was enough. Traveling the world, trying to put smiles back on people's faces. But what good is a smile here and there if the Lord of Shadows could snatch it away at any moment? What I'm saying is, I have to leave my beloved parade and come with you. It's the only way. Du bist willkommen, Rionaldo. But there's something I want you to help me with first. Yeah. It's all well and good me going and getting my head squished by Morthegon. But I can't do that to my darling boys. So we have to leave them somewhere safe, with somebody who can look after them. Now, I know just the place and just the person. But... Yeah. Well, there's no good way of saying this. I'm petrified of seeing him. So you have to come with me. You will, won't you, darling? Natürlich. Oh, thank you. I knew you'd say yes. Okay, I'm going to go break the news to my little soldiers of Smile. Meet me outside the village, all right? All right. Ja, dann wollen wir mal, wa? Erstmal plaudern. Rionaldo teilt den Mitgliedern seiner Parade seinen Entschluss mit, zu uns zu stoßen. Ich frage mich, was aus ihnen wird. Möchte er jemanden bitten, sich um sie zu kümmern, während er fort ist? Das wäre in der Tat eine große Verantwortung.
Nicht für den, den er in Aussicht hat. Oh, hi! Ach, ich bin überglücklich, dass Reonaldo wieder dabei ist. Mittlerweile kann unsere Truppe sich sehen lassen. Der Fürst der Schatten muss sich warm anziehen. Ich glaube, unser Freund hat das Dorf schon verlassen. Das sollten wir wohl auch tun. Ja. Reonaldo wird wieder zu uns stoßen, so sieht's aus. Und wenn das der Fall ist, werden wir erstmal ein paar Kämpfe bestreiten müssen, damit wir ein bisschen stärker werden. Ich denke mal, Reonaldo wird jetzt ein bisschen hinterherhinken. Vom Level her, meine ich. Und das ist nicht gut. Aber unsere Gegner werden natürlich auch stärker, ganz klar. Was ist passiert? Warte, ihr seid doch derjenige, der die Parade anführt, nicht wahr? Ich habe gesehen, wie alle eure Freunde vor kurzem das Dorf verlassen haben. Werden sie wieder zurückkommen? Vielleicht irgendwann, ich sag mal ja. Das werden sie? Ach, das ist großartig. Dank Ihnen haben hier in Mandala alle wieder neuen Mut gefasst. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit haben werde, mich bei Ihnen dafür zu bedanken. Ich sag einfach mal ja, die werden bestimmt irgendwann mal wiederkommen. Ich weiß es nicht genau. Siehst du, das Paradefahrzeug ist schon weg. Naja, Fahrzeug. Die Bühne. Quiet. Darlings, I have an announcement to make. My parading days are over. No! No! Das Geräusch dabei. But do not fear. It will only be for a little while. I will return as soon as the Lord of Shadows is defeated. We understand, Sylve. That Mordigan stolen enough smiles. Someone's got to stop him. Yeah, you go and do what you gotta do, Sylve. We'll be heartbroken without you, of course, but we'll survive. And if anyone can show that rotten spoilsport what's what, it's you. Exactly. We'll never get those smiles back if I don't do this. And I won't be leaving you high and dry. I'm going to ask my papi to look after you in Puerto Valor. Puerto Valor? Wait. Jetzt geht ihm ein Licht auf. Surely not. Surely you cannot be Don Rodrigo's. So you finally figured it out, huh? Same old stone-headed Hendrik. Such a sweet, simple boy. Ah! All right, my little champions of cheer. Let's go show Puerto Valor how to party! Und da fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren, sagte auch schon Otto Walkes. I cannot fathom it. The boy is unrecognizable, and he has abandoned the name his father gave him. Don Rodrigo must be furious. Forgive me for my lack of composure. This has all come as quite a shock. Ja, das glaube ich. Silvando is none other than the son and heir of Don Rodrigo, the noblest and most revered of all knights. It was always assumed that he would follow in his father's footsteps. Tja, wie es manchmal so mit Vätern ist. But the two had a terrible argument, and the boy left Puerto Valor, never to return. Until now. But perhaps this is not such a bad thing. I have been meaning to visit Don Rodrigo and seek his counsel. Very well. It is not far from here to Puerto Valor. The road will take us north, then east. Come, let us follow the parade. Er muss erstmal überlegen, was benutze ich jetzt als Wort.
Herrlich. Ach, Hendrik, ich mag dich. Du bist cool. Du bist eine coole Socke. Du warst am Anfang ein Arschloch, aber jetzt bist du eine coole Socke. So, wir kürzen aber mal ab, den Weg. Die Monster werden wir uns noch annehmen, wenn Rionaldo wieder im Team ist. Wie gesagt, ab dann ist erstmal ein bisschen Training erforderlich. Denn die nächste Station wird nicht ohne, Freunde. Die nächste Station wird nicht ohne. Das wird wirklich nicht ohne, Freunde. So viel sei gesagt. Warum fehlt... Warte mal. Fällt gerade was ein. Ja, die ergreifen jetzt langsam die Flucht. Die merken jetzt, oh scheiße, dagegen kommen wir nicht mehr an. Also ergreifen sie lieber die Flucht. Ach komm, die schnapp ich mir. Da freut er sich noch. Du kriegst mich niemals. Doch. Und wie ich dich kriege. Ja. Ein Schlag tot. Au. Ja, Hendrik und... Was war das denn? Einmal Eisregen. Und einmal... Ach komm, mach mal Frostfontänen. Dann sehen die Leute das auch noch. Yo! Oh, trotzdem 1000 Punkte. Das ist nicht zu verachten. Und nochmal dieses nette Item. Wattkraut, Wattkraut. Und Schmetterlingsflügel. Na, ist das Monster hier? Na, na, na? Jetzt sag nicht, das Monster ist nicht hier. Da kann doch nicht angehen. Das Monster ist echt nicht hier. Was ist das denn? Welches Monster fehlt uns denn? Korallschrate können es nicht sein. Die haben wir. Was für ein Monster fehlt uns, verflucht? Kann doch nicht sein, dass uns hier ein Monster... Ich glaube, ich weiß, welches Monster uns fehlt, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es die hier auch gibt. Wir müssen sowieso nochmal ins Umland von Heliodor, fällt mir gerade ein, beziehungsweise allgemein dahin. Uns fehlt ja noch das erste Metallmonster, der Schatten. Das brauchen wir ja auch noch. Für unsere Enzyklopädie. Stimmt ja. Einfach weil es so schön war. Ich vermisse euch, Ladies. Irgendwie sind das langsam meine Lieblingsmonster. Ich weiß nicht. Ich kann nicht mehr ohne sie. Das haut sie glatt von den Socken. Und ihrer Freundin auch. And stay down. Und trotzdem kriegen wir einen Strauß Blumen. Ist das nicht nett? Ja, das Geräusch habe ich vermisst. Ich mag die Mädels, verdammt nochmal. Ich mag diese eisernen Ladies. Ist ja furchtbar. It's so strange. I thought I'd never see this place again, and yet here I am. Well, at least I came back with a bang. You go on ahead, honey. I need a second to compose myself. Ja, das glaube ich. Bei so einem Vater wundert mich das. Ah, Fred! Das ist also Rios Raimundon. Hm? Jetzt verstehe ich auch, wo er sein sonniges Gemüt hat. Und ihr wisst, was das bedeutet, Freunde, wenn Fred sich hier aufhält. Na, kommt ihr drauf? Wahrscheinlich kommt ihr da drauf. Ihr seid wahrscheinlich schon längst drauf gekommen. Was ist denn hier los? Was für eine Abwehrhaltung. Hey, Muskeln, Feliz. Keine Ahnung, ich kann kein Spanisch. Ich vernahm diese wunderschöne Musik und trat vor das Haus, um zu sehen, was vor sich geht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mich ein solch lebendiger Anblick erwarten würde, im Gegensatz zu meinem halbtoten Gatten hier neben mir. Das steht doch wie so eine Salzsäule. Sieh, ich gebe es zu. Ich hatte geglaubt, dass uns Monster angegriffen hätten. Aber diese Chicos sind natürlich keine Ungeheuer, sondern trotzdem irgendwas an ihnen ist ungewöhnlich, ne? No?
kann nicht genau sagen, was es ist, aber je länger ich sie ansehe, desto fröhlicher werde ich. Tja, das kann mal vorkommen, ne? Das Ehepaar ist übrigens weg, wie man sieht. Die sind abgereist mittlerweile oder tot. Man weiß es nicht. Oder beides. Och, die arme Oma hat live von drei Leuten. Alter. Ja, das glaube ich. Da würde ich auch zittern als ältere Dame, wenn plötzlich drei junge Männer mich umkreisen würden. Da würde ich auch erstmal mit der Panik kriegen. Oh weia. Die arme Frau, Mensch. Geschockt fürs Leben. Für den Rest des Lebens, meine ich. Hier, hier noch eine Seite. Alter, hier gibt es viele Seitenblüten. Ich merke das schon. Hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne. Ah, die Items können wir auch. Warte mal. Ah, wir gehen schon mal ins Haus. Ich glaube, wir müssen auch schon mal. Sprich in seinem Haus in Puerto Valo mit Don Rodrigo. Genau. Guten Tag. Don Rodrigo ist endlich aufgewacht. Das ist doch schön. Oh, ich gehe einfach rein. Don Rodrigo, it is I, Hendrik. It has been too long. Hendrik? How many years has it been since you completed your training, eh? Come closer, caballero. Let me see your face. I have heard many tales of your exploits. To think that the great lump of meat who came to me all those years ago is now the hero of Eliador. I had not expected to find you in such good spirits, my lord. As one who owes everything to your kind offices, it pleases me greatly. Alas, there has been precious little cause for mirth since last we met. Dundrasil fell, then Yggdrasil, and now the Lord of Shadows roams the land. Don Rodrigo and I have much to discuss. Perhaps you could go and fetch Silvando while we talk. Natürlich. Unterhaltet euch, Mann. Wie man sieht, zwei Ritter haben sich viel zu erzählen anscheinend. Und nicht gerade Gutes, wenn man das schon so hört. Eschenburg ist gefallen, Yggdrasil ist gefallen, Fürste Schatten ist da. Also die haben sich echt lange nicht gesehen anscheinend. Da hat man sich wahrscheinlich so das eine oder andere zu erzählen. Doch, da ist Rionaldo. Aber jetzt will ich erstmal Items looten. Looten, looten, looten. Nicht bluten, sondern looten. Na, ist der Lüstling-Opa noch da? Ich bin kein Lüstling. Ich habe nur eine Schwäche für Häschenmädel. Oh nein, er ist nicht da. Was ist denn mit dir los? Hi, ich glaube, meine Ohren spielen mir einen Streich. Ich könnte schwören, dass ich aus der Richtung des Stadttores heitere Musik hören kann. Eine demotivierte Tänzerin. Sowas gibt's auch. Talisman der Tiden, ja. Rionaldo, komm mit. Bist verhaftet. Oh, hey, honey. I guess they sent you to fetch me, huh? It's so silly, I know. Here I am, happy to go put my neck on the line in the fight against the Lord of Shadows. And yet, the thought of facing Papi makes me want to run away screaming. Ja, das klingt wirklich ein bisschen albern. Weißt du, gegen seinen Todfeind will er antreten, aber vor seinem eigenen Vater, ja? Ah, ja. Seeing that boy and his father in Phnomnon made me think I could do it. That I could finally face him. But now I'm here, I'm so scared. You've heard what happened with me and him, I guess. Hendrik told you, huh? It all seems so far away now. Even before I could walk, I was training to be a knight, you know? I would stay in Puerto Valor and follow in my father's footsteps. Then one day,
The circus came to town. It was so, so fabulous. I can't even describe it. It was love at first sight. I knew from the second I walked into that tent that I'd found my calling. Getting up on that stage and making people happy, that was the life for me. But Papi, he wasn't so keen. A few plates got smashed the night I broke the news to him, let me tell you. But I wasn't going to let that stop me. Oh no, this was my calling. To make the whole world happy. I would be a knight in smiling armor. He didn't have anything to say to me after that. That was when I knew that I had to go and prove to him that I meant what I said. So I left. And I haven't seen him since. Ah, dear me, that got a bit long and emotional, huh? But it's made me feel a whole lot better. In fact, yes, let's do this. It's now or never. Let's go pay Papi a visit. Gut. Dann wollen wir mal. Was sagt Opa dazu? Oh. Der Gedanke daran, Papi zu sehen, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Aber es hat noch nie etwas gebracht, vor seinen Ängsten davonzulaufen. Das stimmt. Ha. Danke, dass du mich überredet hast, mein Lieber. Ich habe kein Wort gesagt. Ich fühle mich nach unserem kleinen Gespräch so viel mutiger. Papis Villa steht im Osten der Stadt. Sie ist riesig. Daher kannst du sie eigentlich nicht übersehen. Na los, zögern wir das Unvermeidliche nicht länger hinaus. Ich kann verstehen, warum Don Rodrigo verärgert war. Wenn man einer langen Ahnenreihe von Rittern entstammt, ist es bestimmt ein Schock, wenn der Sohn einem sagt, dass er zum Zirkus geht. Aber ich verüble es Rionaldo nicht, dass er sich von hier ferngehalten hat. Ich habe schon erlebt, wie der Don die Fassung verliert. Hätte sein Zorn mir gegolten, hätte ich mich auch ein paar Jahrzehnte rar gemacht. Good grief. Trotzdem ist das eine traurige Geschichte. Ganz gleich, wie schlimm ihr Krach war, es hätte niemals so lange dauern dürfen, das Kriegsbeil zu begraben. Tja, Opa, manche Dinge sind eben schwer zu klären, nicht? Nicht alle Konflikte können gelöst werden ohne weiteres. Vor allem familiäre Konflikte. Ei, du da mit den Federn. Vigil de Arcoi. Verschwinde. Don Rodrigos Villa ist kein Ort für verdächtige Kerle wie dich. Noch ganz der Alte, was ganz alles. Tut mir leid, mein Lieber, aber du jagst mir keine Angst ein. Ich kannte dich schon, als der Anblick eines Tropfens Blut ausgereicht hat, die Flint zu Mami rennen zu lassen. Gomo? Woher kennst du meinen Namen? Und ich wette, kleine Quietschemäuse lassen dich noch immer in Schockstarre fallen, oder? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du mal eine mit einer Bürste verwechselt und unversehentlich aufgehoben hast. Oh, Schätzchen, dein Gesichtsausdruck damals war einfach unbezahlbar. No! It's impossible! Du bist doch nicht etwa... Ist der Groschen also endlich gefallen? Ihr seid zurückgekommen. Ich hatte schon gedacht, ich würde euch nie wiedersehen. Eieiei. Es und Milangro, ein Wunder. Ach, genug der Speichelei. Tut mir leid, dass ich dich so lange allein gelassen habe, mein Lieber. Es macht dir doch bestimmt nichts aus, wenn ich mich hier nach so langer Zeit ein wenig umsehe, oder? Komm, no, natürlich nicht. Ich bitte euch, das hier ist euer Zuhause. Seht euch so lange um, wie ihr wollt. Röhrensoldat.